Am 29.04.2023 gab es eine Fotozugveranstaltung mit dem Holzroller 211073 und drei BGRW-Wagen. Gestartet wurde am Morgen in Leipzig-Schönefeld und nach einer Rundfahrt durch Leipzig ging es dann nach Doberlug-Kirchheim. Die 211073 gehört dem Eisenbahnverkehrsunternehmen Triangula und die Wagen dem Sächsischen Eisenbahnmuseum in Chemnitz. Das Wetter war leider nicht das Beste, aber was sollte man machen? Es hat wesentlich geregnet. Nun erfolgt die Überfahrt über das Warner Viadukt. Jetzt erfolgt die Einfahrt in den Personenbahnhof von Almburg. Im Hintergrund ist noch dieses Brückenstellwerk zu sehen. Das ist nach wie vor im Betrieb. Auch Almburg hat noch einiges an alter Struktur. Also immer ganz nett, hier die Züge auch zu dokumentieren. Leider endete für mich dann die Fotofahrt bereits mit der Ausfahrt aus Almburg. Ich hatte Bereitschaftsdienst und musste zu einem Noteinsatz und konnte deswegen die Zugverfolgung nicht weitermachen. Ja, so ist es leider manchmal.
So konnte ich am Abend Wesner die Rückfahrt nach Chemnitz bei der Ausfahrt aus Engelsdorf mitnehmen. Mehr war leider an diesem Tag für mich nicht drin. Ich hoffe, der kleine Film hat trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal sage ich wieder Ciao.